Hallo und willkommen zum Lesemonat Februar 2022. Und ich habe in den letzten Tagen öfter darüber nachgedacht, ob ich einfach Videos weiterdrehe, veröffentliche, ob ich ein bisschen Pause mache, weil alles gerade irgendwie ein bisschen viel ist. Und dann habe ich mir gedacht, dass ja sowohl mich das Videos drehen ablenkt, als auch Videos schauen mich im Moment auf andere Gedanken bringt und ich das sehr viel mehr mache als noch vor einer Woche. Heute ist der 2. März und deswegen habe ich mir gedacht, wer Lust hat auf ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Buchtalk, der kann das gerne machen, der soll sich das auf jeden Fall auch gönnen und diese freien Zeiten genießen, denn wahrscheinlich geht es vielen so wie mir, dass ich mal wieder, wie auch am Anfang 2020, sehr, sehr, sehr viel an den Nachrichtenportalen hänge und Informationen einsauge und das irgendwann einfach zu viel ist und man ja auch seine Zeiten für sich braucht, um wieder Kraft zu schöpfen für die nächsten News. Von daher seht das hier jetzt als kurzes Statement, dass ich weiter Videos mache, solange ich die Kraft dazu habe und Lust dazu, und heute passt es einfach ganz gut. Und ich habe mir gedacht, das ist für mich ein paar Stunden Ablenkung, auch beim Videoschneiden und für euch beim Schauen vielleicht auch. Deswegen starte ich direkt mal mit der Statistik zum Lesemonat Februar. Der Lesemonat war nicht sonderlich gut, er hat ganz okay angefangen und die zweite Hälfte ging dann irgendwie merklich bergab, aufgrund wenig Leselust, und ich habe sehr viel gelesen, nur keine Bücher. Aber immerhin sind es 3 Bücher geworden, die ich beendet habe im Februar, und das waren 894 Seiten. Ja, da war auch ein sehr kurzes Buch dabei, wie ihr vielleicht seht. Mein Sub lag bei 92. Ich habe tatsächlich 2 Neuzugänge, die zeige ich euch auch im Video, die noch am 28.02. eingezogen sind. Aber sie gehören hier mit drauf. Demnach liegt mein Sub bei 94. Ohne die 2 Neuzugänge wäre es natürlich schöner. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, im März, April unter die 90 zu kommen, wahrscheinlich höher gewesen. Aber vielleicht packt mich demnächst mehr die Leselust. Ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen den Kopf frei habe, um mehr zu lesen. Mal schauen. Ja, das erste Buch, was ich gelesen habe, war direkt ein kleines Highlight. Ein Buch, was schon viel zu lange hier auf dem Sub irgendwie lag. Also nicht wahnsinnig lange, aber ich habe da mal einen richtig guten Fang im sozialen Kaufhaus gemacht. Für sage und schreibe 1 Euro konnte man 3 Bücher aussuchen. Und ich habe aber nur dieses eine Buch damals mitgenommen, weil ich nichts anderes noch gefunden habe. Und habe dann einfach 1 Euro für das eine Buch bezahlt, weil es eine super Ausgabe war, sehr gut erhalten, gefühlt ungelesen, Hardcover und ein Klassiker, den ich schon so oft bei anderen gesehen habe und der eigentlich in meine Reiseliteratur-Sammlung mit rein musste. Und zwar spreche ich von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg. Das ist ja schon eine ganze Weile her, wo er das gemacht hat. Es ist eine gute Frage, wann das war. Ich glaube 2006 ist es rausgekommen. Oh, 2001, oh Gott. 2001 hat er die Reise gemacht im Sommer, ist auf dem Jakobsweg zu Fuß unterwegs gewesen, hat da, glaube ich, auch einen kleinen Hype ausgelöst. Es gibt da, glaube ich, keine offiziellen Statistiken, dass es wirklich an dem Buch lag, aber man hat danach in dem Jahr, nachdem das Buch veröffentlicht wurde und dem Folgejahr, verstärkte Reisende und Pilger auf diesem Jakobsweg entdeckt und gezählt. Und ich glaube schon, dass er viele inspiriert hat. Ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben und ich habe es nicht gelesen. Ich habe mir tatsächlich das Hörbuch geholt. Das ist ein kleiner Vorsatz, meinen Sub zu reduzieren, auch indem ich Hörbücher mir hole zu Büchern, die ich physisch da habe. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil ich immer dachte, das ist ja irgendwie doppelte Geldausgabe. In dem Fall tut es jetzt nicht sonderlich weh, weil das Buch hat nur 1 Euro gekostet. Es wird nicht ausziehen, weil ich möchte es physisch hier haben. Ich habe immer mal wieder geblättert, je nachdem wie weit ich war, denn hier sind auch Schwarz-Weiß-Bilder drin, leider nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ausgaben farbige Abbildungen sind, aber so konnte ich mir zumindest die Gegend ein bisschen besser vorstellen. Und es war einfach im Vergleich zu anderen Reiseromanen jetzt kein 5-Sterne-Buch, aber es hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Dem Hörbuch würde ich vom Stilmittel her 5 Sterne geben, weil Harpe Kerkeling spricht es selber und das ist natürlich grandios. Also über seine eigene Begeisterung, aber auch seinen eigenen Kampf zu hören von ihm selber ist natürlich richtig toll, und auch wie er an manchen Stellen lustige Situationen einfach toll umsetzen kann. Und auch, ich habe sehr gelacht, als er hin und wieder mal von anderen Reisenden spricht und
zitiert und dann eben deren Akzent nachahmt. Das war sehr lustig, aber das ist nicht übertrieben klamaukig. Ich fand das sogar stellenweise recht ernst. Er erzählt auch ein bisschen was über seine Vergangenheit und eben auch sehr viel über seinen Kampf auf dem Jakobsweg, denn das ist kein einfaches Wandern für ihn gewesen. Er hat da schon echt zu tun gehabt, sowohl körperlich als auch mental. Und das fand ich sehr, sehr spannend und interessant zu hören. Ich fand es auch schön und authentisch, dass er zum Beispiel bewusst nicht in diesen typischen Herbergen, Pilgerherbergen abgestiegen ist, weil die wohl wirklich Hygienestandards haben müssen, die nicht so schön sind. Ich bin da voll bei ihm. Ich brauche kein 5-Sterne-Luxushotel, aber so eine Grundhygiene fände ich schon ganz gut. Also er hat oft Pensionen besucht oder auch eben mal ein Hotel. Und ich fand das einfach authentisch angenehm, dass er sich jetzt nicht darstellt als der Star, der da einfach mal so mit 10 anderen in einem Zimmer, was sehr runtergekommen ist, übernachtet. Und er berichtet auch sehr von den Reisenden, denen er begegnet auf dieser Wanderung. Am Anfang ist er relativ scheu, würde ich mal sagen. Er hat da gar nicht so Lust, andere kennenzulernen. Auch das fand ich sehr interessant, authentisch irgendwie, wie man während des Lesens bemerkt, wie er selbst eine Wandlung vollzieht. Man kennt ihn ja nur aus dem Fernsehen als den lustigen und wirklich sehr, sehr intelligenten Comedian. Aber hier bekommt man auch einen Einblick in sein Seelenleben und ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Sehr sympathisch, sehr intelligenter Mann, aber trotzdem richtig angenehm schön geschrieben, weil er eben während des Wanderns ein Tagebuch geführt hat und gar nicht vorhatte, das zu veröffentlichen. Das hat sich dann so ergeben und ich bin sehr froh drüber. Es hat 4,5 Sterne bekommen. 5 Sterne ist für mich ja immer so ein mega Highlight-Buch. Von daher ist es ein richtig, richtig gutes Buch. Es zieht nicht aus. Ich würde es durchaus allen anderen empfehlen. Muss aber zum Beispiel sagen, was andere Bücher mit mir machen, dass ich am liebsten sofort genauso nachreisen möchte, die Route desjenigen. Zum Beispiel Hashtag 10 Tage, jetzt mal unabhängig vom Thema, dass es nicht nachhaltig ist, in 10 Tagen um die Welt zu fliegen. Habe ich da ein bisschen mehr Lust bekommen, zu reisen. Das hatte ich hier auf keinen Fall, weil ich glaube, der Jakobsweg ist einfach überhaupt nichts für mich. Zum einen bin ich nicht religiös, muss man natürlich nicht sein. Zum anderen diese Strapazen und ja, ich kenne auch Leute, die den Jakobsweg gelaufen sind und nicht alle haben die teilen eine große Begeisterung über diesen Weg. Also ich glaube, das ist schon sehr speziell. Fand das aber nicht schlimm, aber das nur so, um auch so ein bisschen die Sternebewertung zu begründen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Jakobsweg zu laufen. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe sehr viel Lust, noch weitere Bücher von Harpe Kerkeling zu lesen. Er hat ja auch als neuestes ein Buch über das Leben mit seiner Katze geschrieben. Das interessiert mich natürlich auch sehr. Und auch über seine Kindheit, was ja verfilmt wurde. Das habe ich auch nicht gelesen. Aber ich habe es auf dem Radar. Ich bin dann mal weg. Eigentlich ein Klassiker der deutschen Reiseliteratur, Reiseabenteuerliteratur. Und jetzt habe ich es endlich gelesen bzw. gehört. Wirklich zu empfehlen. Das Hörbuch ist top. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen von einem Self-Publishing-Autoren, und zwar von Mike Penn. Ich weiß nicht, manche kennen ihn vielleicht. Ich habe ihn in Münster schon mal getroffen, damals beim Bücherfreunde-Treff. Hat auch einen tollen YouTube-Kanal, veröffentlicht nicht so viel, aber auf Instagram auch recht aktiv mit unfassbar tollen Zeichnungen. Und er hat auch ein Buch geschrieben, ich habe sogar eine Widmung drin. Und zwar ist es, weil du nicht da warst, dieses relativ dünne Buch, ich glaube es hat 137 Seiten und ist auch nicht, hat nicht so viel Text pro Seite. Ich bin sehr gut durchgekommen, ich glaube in 2 Abschnitten hatte ich es dann gelesen und es geht um Freundschaft. Es ist ein, ja, also im Grunde ist es schon eine Kurzgeschichte eher. Es hatte von mir bis kurz vor Ende war ich bei soliden 3 Sternen, weil es mich unterhalten hat, in dem Sinne, dass es ja eine Teenager-Geschichte ist. Ein Junge ist verschwunden. Und es geht um die Freunde und was sich in der Vergangenheit zugetragen hat. Es geht um Mobbing, Schulthematiken, aber hauptsächlich eben Freundschaft, wie die Erwachsenen damit umgehen und all solche Themen. Und wie gesagt, es waren solide 3 Sterne, weil ich positiv überrascht war über den Schreibstil. Für ein Erstlingswerk hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ja, dass Mike irgendwie das Schreiben mal so nebenbei macht. Also es war wirklich richtig, richtig gut. Und ich war auch überrascht, weil es Self-Publishing ist, dass da, es hat ja kein Lektor drüber geschaut. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Rechtschreibfehler entdeckt. Also das hat mich wirklich positiv überrascht, denn ich habe schon mal irgendwas im Self-Publishing gelesen und das war wirklich, hat den Lesefluss auch wirklich gestört. Das war hier nicht der Fall. Also es war eben bis kurz vor Ende eine solide 3 Sterne
Freundschaft und die ganzen Problematiken, Geschichte, Trauer und so weiter. Und dann kam das Ende und ich dachte, wow, das habe ich nicht erwartet. Und deswegen sind es 4 Sterne geworden. Ich kann natürlich nichts zum Ende sagen, aber das war cool. Also wenn ihr auf jugendliche Geschichten, Kurzgeschichten steht, wie gesagt, 137 Seiten, das glaube ich kostet bei Amazon 6 Euro. E-Book, weiß ich gar nicht, ob es auch als E-Book rausgekommen ist. Ich fand es manchmal etwas anstrengend zu lesen, so im halbdunkeln abends, weil manche Kapitel in Grau geschrieben sind, wenn es um die Vergangenheit geht. Das ist an sich ganz cool, dass man dann halt merkt, es geht um die Vergangenheit, wobei man das vom Inhalt auch schnell bemerkt. Aber das fand ich etwas unangenehm manchmal, das jetzt einfach nur zur Gestaltung des Buches. Ich finde das Cover, ja, es passt schon. Also es passt. Aber, also wie gesagt, das Ende, das hat mich echt umgehauen. Deswegen 4 Sterne. Ich würde es tatsächlich auch nochmal lesen, einfach um dieses Ende nochmal zu verarbeiten. Also wer es gelesen hat, weiß natürlich, was ich meine. Fand ich richtig cool, ist ein netter Schmöker und ich bin der Meinung, Mike hat erzählt, er hätte Verlage gefunden, die es veröffentlichen wollen. Also vielleicht entdeckt ihr das demnächst auch mal richtig im Buchregal, im Bücherladen meine ich, oder in der Bibliothek. Und ansonsten kauft es einfach bei Amazon. Mike freut sich und ja, positiv überrascht. Ich bin sehr gespannt, ob er noch mehr schreiben möchte. Vielleicht mal ein bisschen ausführlichere Bücher, weil auf 137 Seiten, muss ich sagen, ist man den Charakteren jetzt nicht so extrem nahe gekommen. Das ist nicht so in die Tiefe gegangen. Für, wie gesagt, 137 Seiten gar nicht so schlecht. Aber natürlich hilft es, wenn man mehr Seiten schreibt, um noch in die Tiefe zu gehen. Wobei, auch da muss ich sagen, so wie das Ende ist, ist das jetzt in Kurzgeschichtenform schon passend gewählt. Dass es eben nicht 300 Seiten waren, bis man zu diesem Ende kommt, sondern eben nur 137 und dann mit offenem Mund zurückgelassen wird. Richtig gut. Also, ja, hat mir sehr gut gefallen. Das dritte Buch, was ich im Februar gelesen habe, war im Rahmen einer Leserunde. Ich habe ja gesagt, dass ich pro Monat nur eine Leserunde machen möchte, weil das sonst einfach ein zeitliches Problem ist und mich stresst. Und im Februar war das eine Leserunde mit meinem John Mars Fanclub. Und zwar, ich verlinke sie unten auch in der Infobox. Steffi von Lady of the Books war dabei, die Maike von den Bookfriends und Sibi von Coyote Diaries. Wir haben zusammen, jetzt muss ich nochmal schauen, Ich vergesse nie gelesen. Bei den Thriller-Romanen komme ich mit den Titeln immer durcheinander. Ich habe es auf dem Kindle gelesen, da habe ich übrigens auch eine neue Hülle mir kaufen müssen, weil meine alte schon so kaputt war, dass sie scharfe Ecken und Kanten hatte und nicht mehr richtig zuging und dann der Kindle sich auch nicht mehr schloss. Auf jeden Fall blende ich euch das Cover natürlich ein. Auch dieses Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Also ich habe wenig im Februar gelesen, aber immerhin waren die 3 Bücher gut. Das hat natürlich sehr geholfen, dass ich zumindest weitergelesen habe. Zum Currently Reading komme ich gleich, denn ich habe auch 2 Bücher zur Hälfte schon durch und 1 angefangen im Februar. Und ja, worum geht's in Ich vergesse nie? Es ist ein Ermittler-Thriller, kann man sagen, definitiv, auf jeden Fall ein Thriller. Es geht um einen Serienmörder, der in London, glaube ich, wie immer bei John Mars, sein Unwesen treibt. Und ja, der Titel heißt Ich vergesse nie. Es gibt ein Rachemotiv und es gibt eine Ermittlerin, das ist Becca, über die man auch sehr viel Persönliches erfährt. Sie ist alleinerziehende Mutter und bei der Kriminalpolizei. Und gleichzeitig wird ihr Joe zur Seite gestellt, der Super Recognizer ist. Und da habe ich wieder was gelernt, das fand ich richtig cool. Ich kannte diese Berufsbezeichnung nicht, aber ich glaube, Sibi und Steffi hatten davon schon mal gehört, beziehungsweise auch eine Doku gesehen. Es gibt ja Menschen, die ein sehr gutes, eidetisches Gedächtnis haben. Das sind, glaube ich, Leute, die etwas lesen und dann gleich sich merken können. Ein gutes Gesichtserkennungsgedächtnis haben. Also die Menschen sehen und auch noch 10 Jahre später diese Person irgendwo wiedererkennen würden. Super Recognizer eben. Und dieses Berufsbild gibt es tatsächlich, dass man dann bei der Polizei arbeitet, um auch Tatverdächtige zu entdecken. Durch Bilder, Überwachungskameras und so weiter. Und Joe und Becca arbeiten eben zusammen an diesem Fall. Und gleichzeitig erfährt man auch immer mal wieder Passagen aus der Sicht des Serienmörders. Und John Mars schafft es einfach in seinen Thrillern sehr, sehr gut. Bis auf diesen einen, den hatte ich ja letztes Jahr im Sommer gelesen, der war ganz furchtbar. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber egal. Ich vergesse nie, war richtig gut, weil hier wieder viele Puzzleteile ja, reingeschmissen werden und nach ein bisschen aufgelöst. Und trotzdem sind da einige Twists drin. Auch so,
die letzten 100 Seiten, da passiert nochmal was wirklich für mich sehr Überraschendes und aber auch, was ich gut fand, für die Story gut fand. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und gleichzeitig ist es bei diesem Buch, weshalb es auch 4 Sterne von mir bekommen hat, es war super spannend, es ist immer was passiert. Becca war nicht immer die sympathischste Person, aber das muss es auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht gewollt. Ich fand sie manchmal auch ein bisschen ambivalent in ihren Handlungen. Aber Joe mochte ich super, super gerne und auch sein Privatleben. Dazu möchte ich auch nichts sagen, weil das war auch ein sehr cooler Twist am Anfang. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Das Ende. John Mars hat das ja bei den anderen Büchern immer mit dem Ende manchmal ein bisschen übertrieben. Bei dem einen Buch etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger. Aber meistens war das Ende ein bisschen too much für mein Empfinden und auch für das Empfinden der anderen oft. Aber hier hat mir das Ende richtig, richtig gut gefallen. Deswegen hat das Buch auch 4 Sterne bekommen. Das Ende war nicht over the top, das war gut. Es war einfach gut. Und ich fand diese Jagd nach diesem Serienmörder und auch das Herausfinden nach und nach, wie seine Motive sind, wieso diese Opfer, wieso die Art und Weise. Manchmal hält John Master ziemlich stark drauf. Das, ja, Triggerwarnung an der Stelle, es ist Blut und brutale Geschichten sind mit ja, an der Tagesordnung und er beschreibt sie auch teilweise recht explizit, aber es ist jetzt nicht das ganze Buch so. Also es ist auch viel Ermittlungsarbeit und ja, man erfährt auch Privatleben, wie ich schon gesagt habe, zu Becca und Joe und ich fand das einfach eine runde Sache, 4 Sterne, kein Mega-Highlight, das ist bei einem Thriller auch mittlerweile schwierig für mich, da ein 5-Sterne-Buch zu vergeben, da muss mich irgendwas anderes schon mega begeistern, dass der Stil komplett anders ist als alles andere, was ich bis jetzt gelesen habe oder so, aber ich vergesse nie von John Mars. Ist ein sehr solider, guter Thriller und ich habe wieder was gelernt zum Thema Super Recognizer. Also ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob ihr dieses Berufsbild kanntet. Also mir war das nicht bekannt. Also das ist auch relativ oft im Kindle Deal. Also John Mars Bücher tauchen immer mal wieder im Kindle Deal auf und da könnt ihr sie für 1,99, 2,99 ergattern oder einfach so kaufen. Ich glaube, so teuer sind die nicht. Genau, also sehr gutes Buch und das waren meine 3 gelesenen und gehörten Bücher im Februar. Kommen wir zu den Neuerscheinungen. Neuzugängen. Neuerscheinungen nicht. Die Neuzugänge in meinem Bücherregal. Und ich muss zwischendurch mal was trinken, weil es ist irgendwie trockene Luft hier. Aus meiner Lieblingstasse von Consider Cologne. Ich habe leider keine Milch mehr im Haus, sonst wäre es ein Cappuccino. Ja, ich war am 27. 2. noch wahnsinnig begeistert, dass kein einziges Buch bei mir eingezogen ist und dachte, yay, im nächsten Monat, da ja, gehe ich das Ganze an, dass wir unter die 90 kommen, also ich. Und dann musste ich in einen Buchladen, weil ich ein Geschenk holen wollte. Und irgendwie war das so ein Tag, wo es super stressig war und diese ganze Thematik mich sehr ergriffen hat und ich wollte mir einfach was Gutes tun. Und da nehme ich mich auch nicht frei, dass Kaufen manchmal Schönes, besonders Bücher. Und irgendwie bin ich durch den Buchladen gestromert und dachte, ach, gönn dir was. Du weißt nicht, wann du es lesen wirst, aber gönn es dir. Spätestens in 3 Jahren bei der Rache des Sub wird es auftauchen. Aber ich hoffe einfach, dass ich wieder ein bisschen mehr Lust auf Lesen habe und auch die Möglichkeit und Zeit dafür. Und ja, deswegen bin ich in diesem Buchladen, in meinem Lieblingsbuchladen gewesen, habe das Geschenk geholt und gedacht, ich guck mal hier und da, was so von meiner Wunschliste noch da ist. Und ein bisschen schuld ist auch Steffi von Lady of the Books. Sie hat das Buch nämlich kürzlich erst bei Instagram gezeigt. Sie hat es auch, glaube ich, schon gelesen und war positiv gestimmt. Ich habe die Lesewoche noch nicht gesehen, aber ich glaube, die kommt jetzt erst noch dazu. Das werde ich mir dann nochmal anhören. Aber einer mit meiner allerliebsten Autoren, zumindest im Jugendbereich, mein liebster Autor, hat ein neues Buch geschrieben, zusammen mit seinem Sohn. Und ich habe das andere Buch schon gelesen. Es ist keine Reihe, sondern es ist ein eigenständiger Roman, was ich schon mal sehr gut finde. Es hat irgendwie ein sehr spannendes Thema. Und ich wollte es mir erst auf Englisch holen und ja, habe dann ja gesagt, ich kaufe nichts. Bis auf diese eine kleine Ausnahme hier. Und es ist jetzt im Februar, Ende Februar, als deutsches Buch rausgekommen. Und es sieht auch irgendwie schön aus. Ich finde das deutsche Cover tatsächlich schöner als das englische. Ja, Neil Schusterman. Neil und sein Sohn Jared Schusterman haben zusammen mal wieder ein Buch geschrieben. Und zwar, das glänzt hier ziemlich, Roxy. Ich finde die Farben wunderschön. Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz ist der deutsche Untertitel. Im Englischen gibt es den nicht. Und hier drin ist ein Familienclan aufgezeichnet. Und ich lese euch mal vor, denn es steht nicht so viel hinten drauf. Als Isaac der überirdisch schönen Roxy begegnet, zieht sie ihn sofort in ihren Bann. Er fühlt sich lebendig, wie nie. Alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Was Isaac nicht ahnt, Roxy ist kein normales Mädchen.
sondern eine Droge. Hergestellt in einem Labor, machthungrig und auf der Suche nach ihrem ersten echten Opfer. Sie will endlich beweisen, wie tödlich sie ist. Also, es ist aus Sicht, glaube ich, von Roxy auch geschrieben. Vielleicht von beiden, das weiß ich nicht. Aber sie ist eine Droge. Das klingt ziemlich abgespaced, aber ich glaube, wenn es jemand gut hinkriegt, dann ist es Neil Schusterman und zusammen mit seinem Sohn, denn die beiden haben ja auch Dry geschrieben, was kein Science-Fiction-Roman ist, sondern ja, Near-Future-Dystopie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ging es ja darum, dass in Kalifornien das Wasser wegfällt aufgrund einer großen Dürre und was dann eben passiert. Und das fand ich ja richtig gut, deswegen bin ich mir sehr sicher, dass zumindest der Schreibstil mich begeistern wird. Und jetzt muss mich die Story auch noch begeistern und ja, ich finde es richtig, richtig schön, das Buch. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist relativ empfindlich, da ist ziemlich schnell ein Ratscher drin, aber gut. Es geht ja um den Inhalt und ja, Roxy ist jetzt bei mir und ich bin gespannt. Ja, das habe ich mir gegönnt, ich habe mich danach gut gefühlt, doch fühle ich mich immer noch gut. Das Buch ist da und ich brauchte das an dem Tag einfach und direkt in der Nähe ist ein Bücherschrank und ich habe ja immer gesagt, ich hole mir da nur Sachen. Ach, hier ist sogar, ach, das ist ein direktes Lesezeichen, das ist ja praktisch. Entschuldigung, bin gerade abgelenkt, habe was entdeckt, zeige ich euch. Auf jeden Fall hole ich mir nur Bücher im sozialen Kaufhaus oder im Bücherschrank, wenn sie auf meiner Wunschliste stehen. Dazu gibt es demnächst übrigens auch ein Video, das drehe ich gleich noch zum Thema Wunschliste. Und das ist schon sehr lange da drauf und ich habe es in die Hand genommen. Es ist eine super gute Ausgabe, es ist im Hardcover, es ist nicht eklig, was ja gerne bei Bücherschrankbüchern der Fall ist. Es ist auch gar nicht so klein geschrieben. Ich glaube, man kommt da durch diese 340 Seiten vielleicht ganz gut durch. Ist auch ein Klassiker, würde ich, also nicht Klassiker im klassischen Sinne, sondern ein Buch, was es schon sehr lange gibt, was viele, viele gelesen haben und deswegen wollte ich es auch irgendwann mal lesen und zwar von Varis Dhiri, glaube ich, heißt die, Wüstenblume. Das kennen sicherlich sehr, sehr viele von euch und Varis Dhiri wurde im Alter von 5 Jahren Opfer eines grausamen Rituals. Sie wurde beschnitten. In Wüstenblume hat sie nun ihre Geschichte niedergeschrieben und als UNO-Sonderbotschafterin den Kampf gegen die Folter der rituellen Beschneidung aufgenommen. Varis Dhiri ist Model und hat eben die viele Menschen darauf aufmerksam gemacht, was mit Mädchen passiert, ja, welche grausamen Rituale da vonstatten gehen und kämpft auch sehr dagegen an, dass das aufhört und ein Ende hat. Und ihre Geschichte möchte ich einfach gerne lesen und bin gespannt. Es ist ein Buch, was um die Welt ging, was eben, wie gesagt, sehr, sehr viele zu Hause stehen haben, gelesen haben. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich nutze die Chance, der Wink des Schicksals, nehme es mit und bin sehr gespannt zu erfahren, wie ihre Geschichte ist und was sie uns zu sagen hat. Das waren die 2 Neuzugänge. Dann zeige ich euch nochmal flott mein Currently Reading. Zum einen hatte ich ja schon gesagt, dass ich auch Bücher als Hörbuch höre, die ich physisch hier habe, um meinen Sub mal runterzubekommen. Zwar lese ich aktuell von Lucinda Riley die Perlenschwester. Das ist der 4. Band der 7-Schwestern-Reihe. Da möchte ich mal vorwärts kommen. Ich habe den hier, aber es ist natürlich ein sehr dickes Buch und irgendwie habe ich immer nicht dazu gegriffen und habe mir vorgestellt, dass es als Hörbuch gut funktioniert. Und das ist der Fall. Ich bin, glaube ich, so bei 30% und mir gefällt die Vergangenheit besser als die Gegenwart. Also CC oder CC ist hier die Schwester. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit den Namen, weil ich habe die anderen Bände gelesen und natürlich in meinem Kopf eine Vorstellung gehabt, wie diese Namen ausgesprochen werden. Englisch. Also CC, also ich in meinem Kopf war das CC und ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, das zu hören. Oder Salt, sagt die Sprecherin. In meinen Ohren ist das Paar Salt, aber gut. Darüber kann ich hinwegsehen oder hinweghören. CC oder CC ja, sucht ihre Vergangenheit in Australien und am Anfang ist sie aber noch in Thailand. Und ja, ihre Gegenwartsgeschichte finde ich bis jetzt noch nicht ganz so spannend, aber die Vergangenheit ist richtig, richtig toll. Das heißt, wenn wir da hinspringen, da geht es um eine junge Frau, die nach Australien kommt, dort heiratet und ja, in der Perlenfischer-Dynastie dann beheimatet ist und da eine große Rolle spielt. Ich habe schon mal gegoogelt, den Namen, der da genannt wird, die gab es nicht. Aber vielleicht gibt es ein anderes Vorbild, das werde ich dann im Zweifel im Nachwort von Lucinda Riley erfahren. Das gefällt mir gut, funktioniert als Hörbuch auch wunderbar, der ganzen Sache zu folgen. Deswegen werde ich vielleicht einfach die Reihe weiter als Hörbuch verfolgen. Mal schauen. Und dann lese ich noch 2 Bücher. Zum einen das aktuelle All You Can Read Club Buch für März. Da sind wir wieder alle mal dabei
und lesen zusammen ein Buch. Wir hatten ja zuletzt nicht ganz so ein glückliches Händchen und ich muss sagen, heute ist der erste Austausch und ich habe die ersten Nachrichten schon abgehört. Es ist Spiderling von Sascha Macht. Vielleicht habt ihr es schon hier oder da woanders mal gesehen. Das ist aus dem Dumont Verlag. Ist ein richtig cooles Cover. Gefällt mir sehr gut. Und es geht hier um Menschen, die Brettspiele erstellen und sie werden eingeladen auf ein Weingut in Moldawien, Moldau, Osteuropa. Es gab auch ein paar Ukraine-Verweise hier drin, die spooky waren. Aber grundsätzlich geht es um diese Spiele, Brettspielentwickler, die da zusammen in ein Haus eingeladen werden von Spiderling, der auch ein Brettspielentwickler ist, aber unbekannt, niemand weiß, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und es geht hier um Daytona, eine von diesen beiden, oder Daytona, die Betonung liegt auf die erste Silbe. Ja, die sind da in diesem Haus und sollen da eine schöne Zeit haben. Und Daytona hat aber auch noch eine Vergangenheit, um die geht es auch. Das klingt, in meinen Ohren klang das sehr spannend, aber es ist ein Abbruchbuch. Und ob ich es dann abbreche, wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr dann im nächsten Lesemonat. Ein Buch, was ich definitiv nicht abbrechen werde, ist das zweite oder das dritte Buch, wenn man das Hörbuch dazu zählt, was ich gerade lese. Da bin ich ein bisschen mehr als bei der Hälfte. Und zwar Away with the Penguins von Hazel Pryor. Das ist auch auf Deutsch schon erschienen, wer es lieber auf Deutsch lesen möchte. Ja, und da geht es um Granny McCready, also eine sehr alte, sehr reiche Dame. Und sie hat den Wunsch, nochmal die Adelie-Pinguine zu sehen und möchte auch einer Forschungsstation oder einem Forschungsprojekt, einem kleinen Forschungsprojekt, das Geld vererben, was sie zu vererben hat. Einige Millionen Pfund. Ich glaube, sie ist Engländerin, ja. Sie trinkt auf jeden Fall immer Tee. Bis jetzt, muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut. Ich finde die Zeit in der Antarktis grandios, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis wir mit Veronica, heißt sie, glaube ich, dorthin gereist sind. Es springt auch immer noch zu anderen Szenen. Es ist nicht ganz so, wie ich es erwartet habe, aber es gefällt mir gut. Ich bin sehr gespannt, worauf das noch alles hinausläuft. Wir erfahren auch etwas über ihre Vergangenheit. Da muss ich sagen, war ich auf den letzten Seiten ein bisschen schwermütig, weil ich zu dem Buch gegriffen habe und dachte, ich lese jetzt wieder über die Pinguine und die Antarktis oder eben um einen Verwandten von ihr noch oder über einen Verwandten von ihr, der in London lebt. Aber dann springt es in die Vergangenheit von Granny McCready und die Vergangenheit spielt im Zweiten Weltkrieg. Und dann war ich wieder mittendrin in dieser Thematik und dachte, ich wollte doch nur zu den Pinguinen. Aber es ist trotzdem ein gutes Buch. Das liegt jetzt nur an der aktuellen Situation, dass ich da an diesem Punkt, es geht dann nicht wirklich viel um den Krieg. Es ist nur, ja, wir erfahren, warum sie aus London raus ist als Kind und was ihr dann zugestoßen ist. Aber das ist ein kleiner Part, ja, der jetzt auch nicht groß spoilert. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, why? Warum? Ich will doch nur Pinguine lesen. Naja. Aber das Buch gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze noch weitergeht und vor allen Dingen, wie es dann ausgeht. Zum Thema Entertainment kann ich kurz berichten, dass ich Just Like That, also Sex in the City, beendet habe auf Sky Ticket. Eine Mischung aus Cringe und Freude darüber, die Mädels außer Samantha wieder zu sehen. New York-Feeling, die Klamotten waren cool. Aber es waren mir zu viele Themen. Ich fand es gut, dass sie aktuelle Themen mit reingebracht haben. Es war zu viel. Es war manchmal zu drüber und manchmal haben sie mich auch einfach sehr genervt. Aber was cool war, war das Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Das ist ja so eine Quiz-Sendung gewesen, 3 Folgen. Das hat Spaß gemacht, da mitzurätseln. Und die Harry Potter Reunion, oh mein Gott, das war so, so toll, wie die Schauspieler wieder zusammengekommen sind und über die Filme gesprochen wurde, über die Zeit, während es gedreht wurde damals. Es war richtig, richtig toll. Es war richtig toll gemacht. Also die Aufmachung, die Art, wie das in Szene gesetzt wurde, ein Träumchen. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Sky Ticket euch mal für einen Monat holt oder habt. Und die Friends Reunion war auch genial. Ich finde es toll, wenn man so eine Reunion macht, wo die Schauspieler nochmal aufeinandertreffen, über die alte Zeit sprechen, ein paar Szenen eingeblendet werden. Finde ich besser, als wenn man versucht, das Ganze nochmal aufleben zu lassen, indem man, ja, weiterdreht. Das geht meistens nach hinten los. Und was wir noch geschaut haben, ist Babylon Berlin. Das haben so, so viele mir empfohlen. Die erste Staffel haben wir gesehen, das ist ziemlich grausam und auch so spät zur Zeit in der Weimarer Republik, also zwischen den ersten beiden Weltkriegen. Haben wir aber Anfang Februar schon beendet, zum Glück. Ja, fand ich auch sehr gut. Ist eigentlich, ja, irgendwie auch ein Kriminalserie. Also es gibt ja auch eine zweite Staffel, da haben wir noch nicht mit angefangen. Ja, das war der Lesemonat und ein bisschen Entertainment am Ende immer noch.
Für Februar 2022 und der Akku blinkt, deswegen beende ich das jetzt schnell, bevor. Und da ist es passiert, der Akku war leer. Aber ich wollte es jetzt auch nicht so komplett, auch wenn ich jetzt nur noch 2 Sekunden spreche. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Ich hoffe, der Lesemonat hat euch gefallen, konnte euch für ein paar Minütchen oder ein paar Minütchen mehr auf andere Gedanken bringen und schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wie es euch geht. Oder schreibt irgendwas anderes, was ihr gerade Schönes lest, ob euer Lesemonat Februar auch so positiv war, weil es sind zwar nur 3 Bücher gewesen, aber jedes hatte 4 Sterne von mir bekommen und das finde ich ganz gut. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag und macht's gut, bleibt gesund und haltet durch.